Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair. Der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Das ist ein Foul. Da ist die Chance. Sevilla. Läuft hier aber dir im Wohnzimmer rauf und runter im Fernsehen. Wie schätzt du die Mannschaft ein, Hansi? Die haben überhaupt keinen Bock auf Ball. Mohamed Salah. Roberto. Dreh steht einfach nach vorn. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ja, guter Ball. Und jetzt, ja, der Treffer zählt. Fantastisch von Sadio Mané. Dieser Typ ist einfach nicht auszuschalten. Gerade der Anpfiff. Und er ist schon bei 100% und sorgt für die Führung. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Er weiß natürlich ganz genau, dieses Ding, das geht auf meine Kappe. Dortmund wird hier schon in der Anfangsphase eiskalt erwischt. Sevilla versucht, das Spiel ziemlich in die Breite zu ziehen. Ja, das sehe ich auch. Aber was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, sie wollen die kompakte Formation des Gegners auseinanderreißen, indem sie die Spieler, ich sag mal, Richtung Seitenauslinie locken. Der Ball kommt ins Zentrum. Den hat er ganz genau geschnuppert. Koke. Versucht die Gasse zu finden. Einfach mal schießen. Der Pass kam genau richtig. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Can gewinnt den Ball für sein Team zurück. Sucht seinen Mitspieler. Der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Mané. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Koke. Sie haben klar die besseren Chancen und trotzdem liegen sie hinten. Leroy Sané. Roberto. Ja, das muss man schon abpfeifen. Roberto muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ganz schön dünnes Eis für ihn. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Sané in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Hier ist Sadio Mané. Sucht die Lücke. Und durch die Mitte. So jagt man heute den Ball. Ich denke, das werden alle Experten bestätigen. Das hohe Pressing zählt dieser Tage zu ihren bevorzugten Stilmitteln. Sucht seinen Mitspieler. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Den holen sie sich zurück. Gut aufgepasst. Sadio Mané. Ab auf die Außen. Schöne Kombination. Gut aufgepasst. Das war notwendig.
Mohamed Salah. Aubameyang. Und weg ist er. Ein klasse Tackling, das war enorm wichtig. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten, das war aber auch bitter nötig. Van Dijk ist zur Stelle und entschärft die Situation. Mohamed Salah, er hat ihn einfach stehen lassen. Und die Flanke von... Er springt hoch zu... Drin das Ding! Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Scham wird hier klar gefault. Mohamed Salah. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Hier ist Aubameyang. Sie rennen da gegen eine Wand. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und ein Schuss. Ja, oh, guter Versuch. Aber das war's mit der ersten Hälfte. Wie sich die Mannschaft hier präsentiert, ist mehr als überzeugend. Sie sind läuferisch stark, sie fighten und zeigen herrlichen Kombinationsfußball. Zum großen Glück allerdings fehlt nur noch das Siegtor. Dortmund geht in die Kabine nach einer, wie ich finde, ausgeglichenen Halbzeit. 1-1 der Zwischenstand. Hier kann noch alles passieren. Durchgang 2 ist schon im Gange. Leroy Sané baut auf der linken Außenbahn ordentlich Druck auf. Er zieht in Richtung Tor. Er hält drauf. Ein wunderbares Tor. Was für ein Tor von Aubameyang. Der Wiederanpfiff und die schnelle Führung. Ganz, ganz wichtig. Auf ihn ist nun mal immer wieder in schwierigen Situationen verlassen. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Das ist die Führung. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Can. Lorenzo Insigne. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Langer Abschlag vom Keeper. Felipe. Luis Suarez. Klasse, wie stabil er da geblieben ist. Luis Suarez. Mit einer ganz starken Aktion. Wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein tolles Tor werden können. Er wollte es alleine machen. Er hätte es besser nicht allein gemacht. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das ist völlig richtig. Ab auf die linke Seite. Sucht seinen Mitspieler. Felipe. Abschluss! Sadio Mané. Aubameyang. Versucht die Gasse zu finden. Roberto. Leroy Sané. Sucht die Lücke.
Aubameyang hat unglaublich viel Platz da draußen. Was macht er damit? Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Sané mit Tempo nach vorne. Jemerson. Sucht seinen Mitspieler. Kyle Walker. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und weg ist er. Das war ein ganz klares Foulspiel im Strafraum. Und das bedeutet Elfmeter. Dortmund schenkt dem Gegner diese Chance. Jetzt heißt es, er gegen Torwart. Macht er hier den Ausgleich? Und er trifft. Und sie sind erneut zurück im Geschäft. Der lässt da gar keine Zweifel aufkommen. Der Torhüter hat sich halt auf eine Ecke festgelegt. Er hat sich auf die falsche Ecke festgelegt. Beide bringen neues, frisches Personal. Und damit ist alles völlige Makulatur, was wir bisher gesehen haben. Alles geht und steht und fällt auf Null. Sevilla hat den Ausgleich geschafft. Jetzt die große Frage. Wer will hier gewinnen? Wer ist mit dem Unentschieden zufrieden? Vom Grundsatz her ist ja Ballbesitz völlig in Ordnung. Nur irgendwann musst du in einen gefährlichen Raum kommen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Kyle Walker. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Er sitzt. Cristiano Ronaldo mit dem perfekten Auge für die Situation. Er startet genau im richtigen Moment. Er bekommt den perfekten Pass und er macht das Ding rein. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Genau darauf haben wir gewartet. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Versucht die Gasse zu finden. Mané! Gut gehalten vom Torhüter. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Und er ist zur Stelle. Luis Suarez. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Und langsam wird es zeitlich eng. Sie liegen hinten und sie müssen was machen. Sucht die Lücke, Messi. Ja, der war wichtig. Messi hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Und er ist in der Luft. Haben sie am Treffer geschnuppert. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Viele Mannschaften hätten nach diesem Spielverlauf schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Dieses Team hat wieder mal Charakter gezeigt und das Spiel noch gedreht. Dortmund hat es bis zum Schluss mega spannend.